Hallo Berlin, guten Morgen. Nachdem wir gestern die Plakate so erfolgreich nachts aufgehängt haben, freue ich mich ganz doll, dass wir jetzt das Bildungspanel zum Thema Schule der Zukunft hier eröffnen können. Und ich kann mich kurz vorstellen, ich bin Caroline Bär, ich bin Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und jetzt in Berlin Spitzenkandidatin für die Berliner Abgeordnetenhauswahlen und darf heute dieses Panel leiten und wollte ganz, ganz herzlich erstmal die Gäste begrüßen und mich bedanken, dass alle gekommen sind. Und wir wollen heute so einen Dreischritt machen, sage ich mal, durch verschiedene Bereiche. Zum einen wollen wir, oder das ist eigentlich das Hauptziel, deshalb haben wir hier auch die Vertretung der Schüler eingeladen, wollen wir einfach hören, zuhören, was sind eigentlich die Wünsche? Was sind die Wünsche von Schülerinnen, von Eltern, von Lehrern, von Lehrerinnen? Und was kann das für die Politik bedeuten? Welche Schritte müssen wir gehen in der Politik? Was sind so die wichtigen Stellschrauben, an denen wir drehen müssen? Was funktioniert nicht? Und ich würde mich besonders auch dafür interessieren, welche Beispiele gibt es, die schon sehr gut funktionieren? Denn die gibt es eigentlich immer irgendwo. Man muss sie nur suchen und finden. Und das ist etwas, was Volt sich auch sehr auf die Fahne geschrieben hat. Daher würde ich mich freuen, wenn wir da auch noch dazu kommen. Und es wird heute ein bisschen weniger gehen um jetzt vielleicht aktuelle politische Themen zum Thema Schule, sondern eher wirklich ums Grundsätzliche. Denn wir denken, es läuft grundsätzlich eigentlich etwas falsch und wir müssen grundsätzlich sehr viele Dinge ändern. Und wir müssen wirklich unsere Gedanken öffnen dafür, dass es andere Möglichkeiten gibt, wie man Schule anders machen kann. Und auch wirklich hinterfragen, was sollen Menschen eigentlich bis zu 13 Jahre lang in diesem Gebäude oder vielleicht auch nicht in diesem Gebäude tun. Wir verbringen sehr viel Zeit dort. Das ist ein wichtiger Ort für die Gesellschaft, für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und wir wollen gerne zusammen alle überlegen, was wir besser machen können. Ich würde mich ganz doll freuen, wenn aus dem Publikum Fragen sind, dass die gestellt werden. Das können wir gerne mit einbringen und da würde ich mich sehr drüber freuen. Also jeder, der eine Frage hat, gerne fragen. Ich würde jetzt vielleicht einmal bitten, dass jeder sich einmal ganz kurz vorstellt. Einmal Name, kurzer Hintergrund und was ist die vielleicht auch Position oder der Wunsch hier heute, um welches Thema es geht, was man einbringen möchte. Wir fangen an mit Margret Rasfeld. Margret Rasfeld. Komme aus dem Bildungssystem, habe da 39 Jahre gearbeitet, habe zwei Schulen aufgebaut, die komplett anders tickten, die auch ziemlich bekannt geworden sind. Habe Schule im Aufbruch gegründet, um eine Bottom-up-Bewegung zu initiieren, dass Schulen sich selber auf den Weg machen und nicht erwarten, bis von oben was kommt. Da warten wir noch lange. Und bin jetzt so 120% nur noch für Schule im Aufbruch unterwegs und du hast es eigentlich schon gesagt, es geht um die Transformation des Bildungssystems, also um eine radikale Wende. Ja, von mir auch vielen Dank für die Einladung. Dario Schramm ist mein Name. Ich bin seit, ich muss kurz überlegen, 2016, glaube ich, in der Schülervertretung aktiv. Habe jetzt seit letztem Oktober diesen wunderbaren, spießigen Titel Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Und ja, ich bin auch froh, wenn er weg ist. Bin sozusagen die Stimme der Schüler auf Bundesebene. Für mich ist das große Thema auch gerade in der Pandemiezeit Chancengleichheit, die Möglichkeit, eben sich selbst zu verwirklichen. Ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren nochmal gelernt, wie enorm unfair auch dieses System in der Bildung ist, wie enorm auch das Elternhaus eben entscheidend darüber ist, wie der Bildungserfolg ist. Und das ist eben so mein großes Thema und glaube, dass das hier eine ganz spannende Runde ist und freue mich, wenn wir wirklich so in diesen Grundsatz mal gehen und schauen können, wie kann man Schule wirklich in den Grundstrukturen verändern. Ja, guten Morgen, guten Mittag. Ich bin Caroline Frey und Grundschullehrerin aus Berlin an einer ganz normalen Grundschule. Ich hatte das große Glück, vor zwei Jahren Margret kennenzulernen und eine ihrer Ideen, nämlich den Friday, der zwei wichtige Fragen, die ich mir als Lehrer gestellt habe, beantwortet. Nämlich zum einen, wie kann Bildung nachhaltiger funktionieren? Also wie gesagt, in 13 Jahren könnte man sehr viel lernen. Im Moment ist es so, dass man 90%, glaube ich, wieder vergisst, was man da so gelernt hat.
Das ist das eine. Das andere ist, wie kriegen wir die wichtigen Themen, die unseren Planeten betreffen, BNE, Bildung, nachhaltige Entwicklung, wie kriegen wir die in die Schule? Die stehen in allen Rahmenlehrplänen drin, sie finden aber de facto nicht statt. Also wie schaffe ich es, diese Kinder oder diesen Kindern ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie die auf sie zurasenden Probleme in der Lage sind zu lösen. Und das werden sie nicht schaffen, indem sie die Besten sind im Arbeitsblätter ausfüllen oder im Second Guessing, was will der Lehrer von mir, sondern sie brauchen andere Kompetenzen, als wir ihnen im Moment vermitteln. Und deshalb glaube ich, dass sich Bildung wirklich ganz grundlegend verändern muss. Und da reicht es auch nicht, wenn wir den Kindern ein iPad in die Hand drücken. Das ist auch noch lange nicht Digitalisierung, sondern wir müssen viel grundsätzlicher verändern. Ja, ich bin Rufus Franzen, ich bin Schüler aus Berlin und Mitglied im Vorstand des Landesschülerausschusses. Und ich glaube, behaupten zu können, dass ich die schönen und die hässlichen Seiten des Berliner Bildungssystems erleben durfte in den letzten 11 Jahren. Jetzt ist mein letztes Jahr angebrochen. Leider, eigentlich habe ich Schule immer ganz gerne gemocht. Trotzdem glaube ich, dass es viele meiner Mitschüler gab, denen es leider nicht so ging. Ja, hallo. Kim Pfaff ist mein Name. Ich bin Lehrerin für evangelische Religion und Geschichte, Haupt- und Realschullehrerin an der integrierten Gesamtschule in Hessen. Bin bei Volt auch Direktkandidierende und setze mich da natürlich für die Bildungsgerechtigkeit ein. Du hast ja unglaublich viel Erfahrung und unglaublich viel gesehen, gemacht. Wie kann man das, also es ist natürlich schwierig, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, aber kann man es zusammenfassen vielleicht, wie kann denn die Schule der Zukunft aussehen? Was ist da deine Vision? Also die Schule der Zukunft sollten wir erstmal nicht Schule nennen. Weil Schule so mit Bildern und Mustern besetzt ist, dass wir dann doch immer wieder ins Alte fallen. Also deswegen würde ich sagen, die Bildung der Zukunft findet auch in der Schule statt, aber auch überall. Also die ganze Stadt ist Campus, das ganze Dorf ist Campus, die Natur vor allen Dingen ist bedeutsamer Lernort und viele Erwachsene können Kinder und Jugendliche in ihren Ideen und Projekten und in dem, was sie in die Welt bringen wollen und erfahren wollen, begleiten. Also LehrerInnen sind auch noch wichtig, so als Reflexionsmenschen, als Lernprozessbegleiter, aber andere können das auch sein. Das wäre so der ganz große Wurf. Vielleicht kommen wir da auch hin in 10, 15 Jahren und der Übergang wäre eben tatsächlich weg hin vom Lernen im Gleichschritt hin zu individualisiertem Lernen, in Jahrgangsmischung natürlich. Das ist ein guter Musterbruch, dann können LehrerInnen nicht sich vorne hinstellen und so eine Stunde abspulen. Und vor allen Dingen das, was Caroline schon sagte, die SDGs, die Sustainable Development Goals, zentral in die Schule. Und dann geht es um Wissen. Und dann geht es aber auch darum, Lösungen zu erarbeiten und die lokal in Schule und Kommune in die Welt zu bringen, um Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. Schule muss Menschen aufbauen und nicht mehr unterrichten. Schule ist dazu da, das Gelingen zu organisieren und nicht das Misslingen zu dokumentieren. Und ihr habt da ja den schönen Spruch, miteinander statt gegeneinander. Und leider ist unser deutsches Bildungssystem ein Selektionsinstrument, was zu hoher Bildungsungerechtigkeit führt, was dazu führt, dass auch Kinder krank werden. Und die Noten müssen natürlich weg, so schnell wie möglich, ersetzt werden durch individualisiertes Feedback. Und auch dieses ganze selektive System müssen wir überwinden, wie es in vielen anderen Ländern ja schon lange überwunden ist. Das sind so die so wichtige grundsätzliche Dinge. Und die Schule natürlich öffnen, lernen im Leben, mindestens 30%, neue Lernformate, sich ausdenken. Da muss man erst mal drauf kommen. Die Caroline hatte den Friday schon genannt. Ich kann noch mal ganz kurz eins sagen. Also wenn Kinder und Jugendliche lernen müssen, mit Unsicherheit, mit disruptiven Veränderungen umzugehen, lernen, mutig und risikobereit zu werden und tatsächlich Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, dann passiert das natürlich nicht in so einem Kasten Schule.
Ja, wo der, egal, ob du jetzt mit dem iPad arbeitest und individualisiert, dafür musst du raus ins Leben. Da haben wir zum Beispiel ein Fach in Anführungsstrichen erfunden, das heißt Herausforderung. Du kriegst 3 Wochen geschenkt in Klasse 8, 9 und 10 und musst mit 150 Euro raus aus deiner Heimatstadt und überleben. Da kommst du anders wieder. Also auch solche größeren Ideen mal, kreative Ideen. Die meisten, wenn man LehrerInnen und SchülerInnen fragt, die sagen dann kleinere Klassen, weg mit dem Gleichschritt, saubere Toiletten, ein schönerer Schulhof. Wir müssen einfach noch größer denken und fragen, wenn wir dies lernen, was ist dafür geeignet? Also wenn dieses eine Kompetenz ist, welche Lernformate fallen uns dafür ein? Also so, als würden wir heute die Schule neu erfinden müssen. Da würde niemand auf die Idee kommen, sowas zu erfinden, wie wir heute haben. Ja. Vielen Dank, das klingt toll. Das klingt toll, das klingt beeindruckend. Und da würde ich jetzt direkt mal weitergeben an Dario oder Rufus. Wie klingt das für euch? Ist das was, was ihr euch vorstellen könnt, was ihr positiv sehen würdet? Seid ihr da vielleicht auch kritisch und denkt euch, das klingt schön, aber ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll, oder das stellen wir uns ganz anders vor. Wie ist das für euch, wenn ihr das hört? Also ich glaube, wer als Schüler nach 12 oder 11 Jahren Schule sagt, das kann ich mir vorstellen, der lügt. Ich glaube, das kann sich kaum ein Schüler vorstellen, wie so ein Bildungssystem aussieht. Man kann das so ein bisschen erahnen und ich finde, das klingt toll. Ich glaube, dass wir als Schüler da im Endeffekt, glaube ich, eingebunden werden müssen in diesen Prozess, aber dass im Endeffekt Ideen sind, die auch einfach aus der Wissenschaft kommen müssen, die aus der Wissenschaft schon seit Jahrzehnten da sind und nicht umgesetzt werden. Ich finde, solche Projekte sind, glaube ich, der Weg in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass das größte Problem für uns Schüler ist, dass wir alle noch super in diesem System gefangen sind. Und das, was Sie gerade angesprochen haben mit den Schultoiletten, mit dem Schulhof, ich habe so ein bisschen an das gedacht, was wie uns als Gremium die letzten 20 Jahre beschäftigt hat. Und ich würde sagen, 70-80% davon waren genau diese Themen und 20% vielleicht der Rest. Ich glaube, das zeigt einfach, dass es für uns Schüler auch super schwer ist, dieses System zu verlassen, was sich einfach ja im Endeffekt bei jedem über ein Jahrzehnt Schulbesuch eingebrannt hat. Vielleicht zur Ergänzung, ich glaube, weil Rufus das ja gerade schon immer gesagt hat, das Wort System, das Problem ist ja auch, wenn man wirklich in der Schülervertretungsarbeit ist oder in solchen Gremien arbeiten, dass man immer wieder merkt, dass und deswegen kommt man an den Punkt, dass man sich mit solchen Sachen beschäftigt wie Toilette oder andere banale kleine Dinge, weil man merkt, allein diesen Schritt zu gehen, das ist schon so enorm. Und wenn man es dann geschafft hat, wirklich was für die Schultoiletten zu machen, wo man sagen würde, naja, das ist ja eigentlich etwas, das müsste eine Selbstverständlichkeit sein, das müsste schnell geregelt werden. Aber da steckt so viel Bürokratie, da steckt so viel Zeit und Energie hinter, dass man gar nicht, wenn man in diesem System drin ist und auch diese Gremienarbeit macht, gar nicht in der Lage ist, nach einer gewissen Zeit sich über den Tellerrand hinauszuschauen, weil man weiß, dass es so, da braucht so enorm viel Mut, der in der Politik einfach fehlt, dass man sich damit gar nicht beschäftigt. Und ich glaube, dass wir uns tatsächlich erst mit der Frage stellen müssen, oder die Frage stellen müssen, wie können wir dieses System verändern, dass es schneller wird, dass es besser wird, dass wir uns auch trauen, diese Schritte zu gehen und dass wir uns danach dann überlegen können, was kann in dieses System rein? Ich würde ganz kurz eine Anschlussfrage stellen. Werdet ihr denn überhaupt aktuell irgendwie einbezogen in die Schulpolitik, in die Bildungspolitik? Gibt es da irgendeine Institutionalisierung? Kommt da jemand auf euch zu? Wie läuft das bisher? Naja, ich glaube, für uns ist es als Landesgremium noch mal einfacher als für die Bundesschülerkonferenz, weil wir natürlich per Schulgesetz gewisse Mitbestimmungsmöglichkeiten haben, aber meistens beschränkt sich das eben auf ein Anhörungsrecht. Und ich glaube, am meisten können Schüler tatsächlich in ihrer Schule selbst erreichen, wobei das auch immer davon abhängt, wie offen zum einen die LehrerInnen sind und auch die Schulleitung. Denn Mitwirkung von Schülern im Bereich Schule hängt immer vom Wohlwollen der Erwachsenen ab und nicht davon, wie sehr sich die Schüler einbringen. Vielleicht, um das zu ergänzen, für die Bundesebene, das große Problem ist ja, dass wir haben den Bildungsföderalismus und dadurch ist es natürlich sehr, sehr schwer, auf Bundesebene groß die Stimme mit einfließen zu lassen. Wir haben aber in der Pandemie ja gemerkt, dass es viele Dinge gibt, die, ich sage mal, zumindest öffentlich wirksam so gewirkt haben, als wären sie auf Bundesebene entschieden. Also Kultusministerkonferenzen ja ist so ein Begriff, den wir in den letzten 1,5 Jahren immer verbunden haben mit Schulpolitik. Wenn man sich aber anschaut, was wurde dort beschlossen und was wurde dann wirklich in den Ländern davon auch umgesetzt, dann ist das relativ wenig.
Das Problem dabei ist, dass die Kultusministerkonferenz als solches schon sehr, sehr wenig sich selbst Regeln auferlegt hat. Also viele dieser Entscheidungen sind vage, viele dieser Entscheidungen, selbst wenn sie getroffen werden, werden dann doch wieder abgewandelt. Es ist genauso, wie es bei der Ministerpräsidentenkonferenz in den letzten anderthalb Jahren war, wo man gedacht hat, jetzt hat man ein einheitliches Vorgehen und am Ende sind trotzdem in jedem Land andere Inzidenzen an den Tag gelegt worden, andere Regeln und. Das Problem ist dabei, ich glaube nicht, das ist ja auch diese große Frage Föderalismus und. Ich glaube, dass wir, gerade wenn wir auch über Hilfspakete und sowas reden, deutlich mehr auch auf Bundesebene die Schüler mit einbeziehen müssten, weil wir gerade das letzte Paket, das Aufholpaket, diese 2 Milliarden von der Bundesregierung gesehen haben, was wieder passiert, wenn 2 Ministerien sich Gedanken machen, aber nicht mit der Praxis reden. Wir haben jetzt wieder Geld, was im Raum steht. Viele Schüler hören, es sind 2 Milliarden, die für Schulen, für Soziales dastehen. Aber davon merkt wieder keiner was, weil es eben nicht in die Richtung gegangen ist, in die es hätte gehen sollen und man auch nicht mit der Praxis sich unterhalten hat, wie dieses Geld auch tatsächlich fließen kann. Vielen Dank. Dann würde ich noch mal kurz zurückgehen, auch zu der Frage, die ich euch beiden gerade gestellt habe an unsere beiden anderen Lehrerinnen. Kim, du bist ja nicht nur Volt-Direktkandidatin für den Bundestag, sondern auch Lehrerin. Wie klingt das für dich? Du bist ja auch an einer integrierte Gesamtschule. Genau. Wie klingt das für dich, was Margret eben gesagt hat? Ist das für dich umsetzbar? Ist das was, worüber du auch nachdenkst? Vielleicht kannst du auch erstmal aus deiner Lehrerperspektive das so ein bisschen erzählen, Lehrerin. Also es klingt natürlich super, aber es ist auch eine Utopie. Also jetzt stand jetzt gerade einfach. Also das heißt ja nicht, dass ich es negativ betrachte, sondern einfach finde ich es schwierig, wenn man damit jetzt in der Sek 1 anfängt, sondern es muss natürlich schon viel früher anfangen, in der Primarstufe. Wir erleben das, wir haben in der 5. Klasse bei uns ein selbstgesteuertes Lernen, wo die Kinder wirklich 90 Minuten pro Hauptfach, also Deutsch, Mathe, Englisch, eine Lernzeit haben, wo sie sich selbst vornehmen können, was wollen sie lernen, sich selbst kontrollieren müssen und so weiter und so fort. Und da merkt man, dass sie teilweise überfordert sind, weil das System komplett neu für sie ist. Sie kommen aus der Grundschule, werden neu zusammengewürfelt, haben neue Fächer, neue Lehrkräfte und dann kommt noch dieses neue Konzept, dieses selbstgesteuerte Lernen. Und teilweise fordern sie das wirklich ein, da Vorgaben zu bekommen von uns Lehrkräften. Das selbstgesteuerte Lernen ist auch nicht benotet. Das finden sie dann aber auch immer so ein bisschen schwierig und fragen immer, ja, welche Note habe ich denn darauf? Und da fände ich es halt schön und wichtig, wenn das dann schon in der Primarstufe, also in der Klasse 1 bis 4, stattfindet und es dann nicht so eine Überforderung ist in der 5. Klasse, sodass es halt wirklich der Standard ist. Also, dass man das eigene Lernen oder das selbstorganisierte Lernen auch erstmal lernen muss, sozusagen. Also, die Erfahrung habe ich auch so ein bisschen gemacht, dass es nichts ist, was jedes Kind kann. Das muss man auch beigebracht bekommen. Und Caroline, wie ist es für dich aus deiner Sicht? Du hast ja quasi den Transformationsprozess schon so ein bisschen mitgemacht. Wie war das? Was waren da vielleicht auch die, nicht nur Hindernisse, sondern auch, warum hat es dann funktioniert? Ja, also wir haben ja, also Transformation, wir haben mal so ganz klein angefangen, ne? Wir haben jetzt 4 Stunden in der Woche für 4 Klassen, wo sie projektbezogen, jahrgangsübergreifend, ohne Druck, ohne Noten, an ihren Projekten, die etwas mit den 17 Nachhaltigkeitszielen zu tun haben sollten, arbeiten können. Und ich kann nur sagen, es braucht Mut bei den Lehrern vor allen Dingen, es braucht auch ein bisschen Mut bei den Schülern. Ich hatte eine 6. Klasse und auch da die Erfahrung gemacht, dass die schon so konditioniert sind, auf wo ist mein Arbeitsblatt und wo ist meine Note, dass die das auch wieder lernen mussten, zu sagen, wow, ich darf hier so frei denken, ich kriege jetzt mal raus, wie könnte ich Solarzellen aufs Schuldach kriegen. Und dann gehe ich zur Berliner Energieagentur oder zu den Stadtwerken und frage da mal nach. Oder ich möchte gerne eine nachhaltige Bank für den Schulhof bauen. Wie geht ein nachhaltiges Bauen? Ich schreibe eine Mail an die Architektenkammer Berlin und bekomme eine ganz lange Antwort, was das heißt. Dass das nicht heißt, in den Baumarkt zu gehen, sondern dass das heißt, zu BSR zu gehen und zu gucken, woraus kann ich meine Bank für den Schulhof bauen. Und die Kinder haben in diesen 4 Stunden so viel mehr gelernt, als in sehr vielen Wochen Schule, wenn es darum geht, wie schreibe ich eine Mail, Deutschunterricht, steht im Rahmenlehrplan, wie rechne ich aus, wie so eine Bank funktioniert, Mathe. Also da steckt halt natürlich all das drin. Trotzdem glaube ich, dass es noch viel weiter gehen müsste. Und ich glaube auch, dass
es gut ist, wenn es von unten kommt. Wenn man die Freiheiten, die man als Schule hat, und da gibt es viel mehr, als man so glaubt, dass man sowas machen kann, 4 Stunden die Woche. Wir sind eine ganz normale staatliche Grundschule, nichts frei, nichts Reform, irgendwas. Und können diese 4 Stunden pro Woche, jede Woche den Kindern geben, um sowas zu machen. Und wenn dann die anderen hingucken und sagen, ach, guck mal, was machen die denn da? Dann geht's los. Und wir waren letzte Woche an 3 weiteren Berliner Schulen, die sagen, ist ja nicht so uninteressant, was die da machen, erzählt doch mal. Also ich glaube, da ist ganz viel Bedarf seitens Schüler und Lehrer auch, weil die Lehrer sind auch nicht glücklich mit dem, was sie da machen und stellen auch fest, funktioniert nicht so richtig gut. Zumindest viele Lehrer. Trotzdem gibt es, weil du mich nach Herausforderungen gefragt hast, natürlich die Eltern, die sagen, oh Gott, da fällt 1 Stunde Mathe aus, mein Kind wird nie das Abitur schaffen. Dann gibt es die Kollegen, die sagen, ach nee, nicht noch ein Projekt, ich kann schon jetzt nicht mehr. Und die dürfen ja auch erst mal zugucken. Ich glaube, es macht keinen Sinn, jemanden zu zwingen und zu sagen, du musst das jetzt alles anders machen. Sondern durchs Zugucken und durchs einfach mal anfangen, bewegt man, glaube ich, am meisten. Das heißt, es brauchte keinerlei politischer Änderung oder Erlaubnis oder irgendwas, sondern es gab einfach Lehrer, Lehrerinnen, die gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal und lassen andere Schulen ausfallen, andere Stunden ausfallen? Oder wie lief das genau ab? Genau, also wir sind eine Grundschule, wir haben natürlich das Glück, die Klassenlehrer haben relativ viele Stunden in ihrer Klasse und geben Stunden in den Friday. Da ist dann eine Mathestunde drin, eine Deutschstunde drin, eine Kunststunde drin und so, wie auch immer. Und dann gibt es einen Beschluss der Schulkonferenz, aber das ist ja auch ein Gremium innerhalb der Schule. Also man sollte schon die Schulleitung ins Boot holen, man sollte auch die Eltern ins Boot holen. Die sind aber auch erstaunlicherweise meistens ganz dankbar und kennen das aus ihren Unternehmen, diese Friday oder diese Freiheit für eigene Projekte, die ja die Motivation erhöhen. Also das ist ja auch sowas, ich lerne ja am besten, wenn es mir Spaß macht und wenn es was mit mir zu tun hat, dann finde ich das auf einmal spannend. Kleine Geschichte, ich hatte 2 Jungs, die wollten das Plastikproblem damit lösen, dass sie alles Plastik in Säure auflösen. So, ich wusste, ist nicht so eine gute Idee, konnte es aber auch nicht so richtig erklären. Ich bin kein Chemiker und habe dann einen Chemiestudenten gefunden, der sich mit den beiden in einer Videokonferenz hingesetzt hat und erklärt hat, wie das so mit Plastikmolekülen ist und was das für coole oder auch für komplizierte Dinge sind und dass man eben Säure in Plastik sogar transportieren kann. Wow. Und die beiden kamen aus dieser Konferenz und haben mir erklärt, wie das mit den Plastikmolekülen so ist. Und ich glaube, die haben so viel über Chemie gelernt, wie in 2 Jahren Navi eher nicht. So. Und deshalb ist es so gut und so wichtig, dass wir anfangen, Dinge zu verändern. Und das kann jeder machen. Eine Anmerkung, falls es Eltern gibt hier in der Runde, sehr gerne auch Meinungsbeiträge dazu oder Fragen, wenn jemand was dazu sagen möchte, das würde mich auch sehr interessieren. Ich würde jetzt tatsächlich, weil das ja doch ein großes Element, glaube ich, zu sein scheint, der Beruf des Lehrers, der Lehrerin und wie man den ausüben darf oder nicht darf, wie man ausgebildet wird, wer eigentlich ausgebildet wird, was es eigentlich zum Teil vielleicht auch sehr unattraktiv macht, was es auch attraktiv machen kann, diesen Beruf auszuüben. Dazu würde ich gerne auch noch mal hören, also vielleicht von dir, Kim, nochmal, was ist für dich gerade, also das klingt ja eben erstmal nach ganz viel Veränderung und da muss man sich ganz viel hinsetzen und Sachen verändern, Konzepte entwickeln. Ist das überhaupt vereinbar mit dem Lehrerberuf? Wie sieht das aus? Und was würdest du dir auch wünschen, was sich für den Beruf des Lehrers, der Lehrerin verändert? Also ich fände auf jeden Fall, wir bräuchten mehr Kapazitäten dafür, wirklich die Pädagogik ausüben zu können wieder. Also wir haben sehr viele Verwaltungsaufgaben, die eine Menge Zeit in Anspruch nehmen, Konferenzen en masse natürlich auch nochmal. Ich finde, mit der Digitalisierung könnte man der Verwaltung wahrscheinlich auch entgegentreten, ist nochmal ein anderer Punkt, da haben wir ja auch nochmal was dazu in unserem Wahlprogramm stehen.
ja, es ist auch schwierig mit dem Lehrermangel, der halt de facto auch immer noch da ist, also dass gewisse Fächerkombinationen immer gefragt sind, abgeworben werden, also dass da wirklich so ein Geschacher wirklich auf dem Lehrermarkt ist, sagen wir es mal so. Andere Schulen locken dann mit irgendwelchen lukrativen Verträgen, dann wird man da nicht arbeitslos über die Sommerferien und dann wandern da halt die Lehrkräfte hin, die gerade dabei waren, irgendwie was aufzubauen und dann fällt das bei uns dann wieder an der Schule zusammen, weil letztendlich eine andere Schule attraktiver war, weil die da irgendwie eine Festanstellung auch anbieten konnte. Und das kann halt nicht sein, dass da solche Unterschiede sind, also teilweise in einem Land, beziehungsweise halt auch zwischen den Bundesländern, dass das eine Land verbeamtet und das andere wiederum nicht, dass in dem einen Bundesland irgendwie 30 Wochenstunden soll sind, in dem anderen nur 24. Und dadurch entsteht ja so ein Konkurrenzdruck zwischen diesen Bundesländern. Und da müssen wir halt echt ansetzen, dass es vereinheitlicht wird. Und auch wenn man jetzt irgendwie in Bayern ausgebildet wird, kann man vielleicht in der ganzen Bundesrepublik Lehrkraft werden, weil man da hochgelobt wird. Aber wenn man irgendwie in Rheinland-Pfalz das Referendariat gemacht hat, wird in Hessen gesagt, passt jetzt hier wieder nicht. Besonders halt auch, weil die Schulformen sich uns so unterscheiden. Und da müssen wir halt wirklich gucken, wenn wir schon die Mobilität auch anstreben und diese Freizügigkeit, dass wir leben können, wollen, müssen, wo wir das halt gern wollen, dann müssen wir auch als Lehrkräfte dort arbeiten können und nicht irgendwie komplett rausgerissen werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Schüler und Schülerinnen. Also die gehen in Bremen zur Schule, ziehen nach Bayern und dann können sie nochmal ein Jahr wiederholen, weil das alles nicht passt und weil das Schulsystem da komplett auf den Kopf gestellt ist. Das heißt, auch da oder da gibt es dann tatsächlich strukturell was, wo man rangehen könnte. Mich würde, Margret, von dir auch nochmal mich interessieren, was sind aus deinen Erfahrungen, was macht den Beruf, was kann den Beruf attraktiv machen? Weil ich glaube, das ist ein großer Knackpunkt. Ich habe hier auch mit vielen Lehrerinnen aus Berlin gesprochen und habe oft gehört, es muss eben, ja, eigentlich sind alle überlastet. Die Schüler, Schülerinnen sind überlastet, die Lehrerinnen sind überlastet. Wir wünschen uns eigentlich mehr Zeit auch für Feedback untereinander, mehr Feedback auch mit den Schülerinnen. Was würdest du sagen, was ist aus deiner langen Erfahrung, was könnte der Schlüssel sein, oder ein wirklich wichtiger Hebel, um diesen Beruf wirklich attraktiv zu machen? Ich wollte noch mal kurz antworten. Diese Vereinheitlichung kann eine große Falle sein. Weil die Vereinheitlichung von allem ist das große Thema der KMK und nicht die grundsätzliche Innovation. Ist so ein bisschen wir digitalisieren die alte Schule und sind innovativ. Also da müssen wir echt aufpassen, weil jede Schule ist ein Organismus und die Bildung muss zurück an die Basis. So wie es in vielen anderen Ländern ist, da entscheidet eben die Schule und die Kommune und so weiter. Dieses Vereinheitlichen bringt uns echt nicht weiter. Und an die Schulen gehören multiprofessionelle Teams, dann haben wir auch keine, also ich meine jetzt nicht Schulpsychologen, die auch, aber Handwerker, Künstler und so weiter, dann haben wir auch keinen Lehrermangel mehr. Wieso unsere Kultusminister da noch nicht drauf gekommen sind, ist mir auch ein Rätsel, weil die echt leiden unter dem Lehrermangel, das wird denen ja als nicht also die Probleme nicht gelöst, auf den Tisch geschmiert. Ne? Also da müssen wir, glaube ich, anders denken und aufpassen mit der Vereinheitlichung. Ja, ist ja klar, dass alle leiden. Es gibt gesundheitsfördernde Faktoren und die heißen Verstehbarkeit, Partizipation und Sinn. Und ein Lehrer, der durch 6 Klassen rennt an einem Vormittag für 45 Minuten, keine Zeit hat, wenn ein Kind noch eine Frage hat und dann zu Arbeitsblättern greift, weil er ja das sonst alles nicht schaffen kann, der erfüllt ja nicht den Sinn dessen, wofür er mal Lehrer oder Lehrerin geworden ist. Und die Kinder genauso, die zappen einmal durchs Programm, Deutsch, Englisch, Mathe, Ethik, Sport, Chemie, nichts hat miteinander zu tun, deswegen vergessen wir auch alles wieder. Partizipation ist, die Lehrer könnten schon, also wenn LehrerInnen, so wie du das vorhin gesagt hast, auch in Schulleitung, wenn die andere Prozesse ermöglichen würden, könnten alle gemeinsam natürlich die Schule komplett neu gestalten, aber in der Regel ist es so, dass SchülerInnen
die Partizipation ist gleich null, was Unterricht betrifft, oder gegen null, sag ich mal, und dann wird sie noch ständig bewertet und muss abliefern. Und was das Schlimmste ist, ist eben die Ausrichtung auf Noten. Kinder sind nicht Menschen, sondern Ablieferung von Noten im Gleichschritt. Und das führt eben auch dazu, dass sie dann vielleicht in der fünften Klasse sagen, ja, sagen Sie mir, was ich tun soll und so weiter. Das ist richtig eine Verletzung der Würde des Kindes. Und den LehrerInnen geht es auch nicht gut dabei. Deswegen müssten wir als erstes jetzt mal Volksbegehren machen zur Abschaffung der Noten in allen Bundesländern, um dieses ganze Thema mal an die Oberfläche zu spülen. Vielleicht passiert es auch demnächst schon. Solche Dinge. Also was machen Noten mit Kindern? Ja, so. Und nicht, ja, aber jetzt renne ich schnell noch der Bestnote nach, damit mein Kind aufs Gymnasium kommt. So, man kann viel machen, so wie Caroline schon gesagt hat. Ich habe vorhin bei Utopie so ein bisschen den Kopf geschüttelt. Es ist keine Utopie. Wir haben ganz viele Schulen, die schon anders arbeiten in Deutschland, also staatliche Schulen. Deswegen ist es eine gelebte Utopie, würde ich sagen. Aber es sind Fesseln da. Zum Beispiel ist es in, ich gehe jetzt mal nicht auf die Schulform, ich gehe mal noch auf was anderes. In Berlin dürfen Sekundarschulen bis Klasse 9 keine Noten geben, zum Beispiel. Und in Niedersachsen dürfen die integrierten Gesamtschulen bis Klasse 9 keine Noten geben. Aber die Oberschulen müssen Noten geben. Jahrgangsmischung ist in einigen verboten, in einigen Schulformen und Ländern, in anderen nicht. Also da sind Dinge, die grundlegend sind, die einem auch helfen können für Musterbrüche, die sind vorgeschrieben. Also wir dürfen viel, aber bestimmte Dinge sind einfach nicht erlaubt. Und wenn man sich anschaut, Bayern, da musst du 2,33 haben, um aufs Gymnasium zu kommen. Und ich glaube, in der vierten Klasse werden, glaube ich, 47 Arbeiten geschrieben. Das ist Horror für alle. Und solche Vorgaben müssen einfach weg. Und jetzt kann ich mal was Schönes noch sagen. Schule im Aufbruch arbeitet sehr stark mit dem Kultusministerium in Niedersachsen zusammen, seit Jahren. Und zwar an dem bildungspolitischen Programm, was es ja gibt. Das heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung, Bildung völlig neu denken, ist schon verabschiedet, weiß kaum ein Lehrer und kaum ein Schulleiter, der nationale Aktionsplan BNE. Vision, Neudenken, Paradigmenwechsel auf total andere Werte. Und diese Zusammenarbeit und auch viele Fortbildungen an Schulen und so weiter haben dazu geführt, dass in Niedersachsen jetzt tatsächlich ausgerufen wurde, Leute, entwerft die Schule der Zukunft, denkt über die bestehenden Gesetze hinaus, denkt ganz groß und werdet Modellschule. Und da haben sich jetzt 70 Schulen gemeldet, trotz Corona. Die 20 werden auch wissenschaftlich begleitet. Und nochmal 70, die nicht ganz so groß denken. Also es ist möglich, dass wir tatsächlich die Bildung an die Basis geben, weil man stelle sich vor, ein Unternehmen, was kein Innovationszentrum hat, geht doch unter. Und Schulen, die die Zukunft vorbereiten sollen, haben keine Innovationslabore. Also das kann so eine Gesellschaft eigentlich nicht mehr mittragen. Also es gibt gute Beispiele, aber ich würde sagen, Niedersachsen ist die absolute Ausnahme, wenn ich mir die anderen Kultusministerien angucke. Darf ich da eine Sache zu sagen? Super gerne. Du hast ja gerade gesagt, dass und da bin ich grundsätzlich auch überzeugt von, dass man mehr an die Schulen geben muss und mehr an die Kommunen, beziehungsweise dass man sagen muss, dass die Schulen mehr Freiheiten in ihrer Umsetzung bekommen müssen. Das sehe ich auch so, weil wir das auch in den letzten anderthalb Jahren gut gelernt haben. Aber andererseits sehe ich auch das große Problem, dass wir einfach ein immenses wirtschaftliches Gefälle und Unterschiede haben bei Kommunen. Also wir haben Kommunen, gerade im südlichen Bereich von Deutschland, die, sagen wir mal, sich viele Experimente leisten können, und in anderen Gebieten, die können eben nicht oder sind nicht in der Lage, auch von der wirtschaftlichen Kraft her zu sagen, wir fördern jetzt mal Schulen, wir bauen diese Schulen mal aus, wir probieren einfach mal, weil sie einfach dieses Geld schlichtweg nicht haben. Und ich habe die Sorge, dass wenn wir einfach sagen, Schulen macht mal, was ich grundsätzlich vom grundsätzlichen didaktischen Ansatz eine gute Idee finden würde, dass wenn wir mit dem Ansatz rangehen würden, die einen Schulen
deutlich weiter gehen können, weil sie einfach die wirtschaftliche und die fachliche Kraft dafür haben, und die anderen weiter abgehängt werden, weil wir das auch ganz klar sehen, gerade in Brennpunktgebieten, dass diese Schulen und der Bildungserfolg dort einfach immens zurückbleibt. Und da habe ich große Sorgen, wenn wir nicht es trotzdem schaffen, gewisse Eckpfeiler trotzdem setzen zu wollen. Also ich glaube, wir brauchen Eckpfeiler und gerechte Rahmenbedingungen. Und wir brauchen auch die Unterstützung dann, glaube ich, trotzdem, dass wir sagen müssen, gerade wenn es dann wirklich ums Geld, weil darauf kommt es dann ja wirklich auch irgendwann an, dass wir schauen müssen, dass diese Unterstützung gerade dann auch da ankommt, wo sie nicht da ist. Weil einfach zu sagen, macht mal, ist, glaube ich, gefährlich. Vielen Dank. Ich würde jetzt tatsächlich, es gab ein paar Fragen aus dem Publikum. Ich fange mal hier bei dir an. Gibt es noch ein Mikro, was man vielleicht herumreichen kann, ein mobiles? Sonst kannst du es vielleicht auch so versuchen. Oder so, genau. Wunderbar, so machen wir es. Danke. Clemens Kraus heiße ich. Ich hätte eine ganz kurze Frage, und zwar zu den Noten, genau zum Thema Noten. Was wäre denn die Alternative zu dem Thema Noten? Was würde man stattdessen machen? Weil ich bin schon der Überzeugung, dass in dem Moment, wo man aus der Schule rauskommt, ab diesem Moment wird man im Leben konstant bewertet. Das sehe ich jetzt in der Uni, im Berufsleben. Man wird konstant bewertet, bewertet, bewertet. Und ich finde es auch nicht schlecht, weil ich denke, dass das Leben aus Herausforderungen besteht. Und Noten sind eine Art und Weise zu bewerten, wie gut besteht man diese Herausforderungen, wie gut kann man auf die Herausforderungen reagieren. Und Noten sind ja jetzt nicht nur negativ, sondern sie können ja auch motivieren, denn sie sagen, okay, ich habe jetzt eine Herausforderung gut bestanden, ich war gut darauf vorbereitet, und das beweist mir dann zum Beispiel auch eine gute Note. Es motiviert mich und ich sage, wow, cool, die nächste Herausforderung, die kann ich genauso gut bestehen. Es motiviert mich vielleicht zu lernen, mich darauf vorzubereiten. Weil ich denke, es gibt ja eben auch diesen positiven Aspekt von Noten. Das ist ein Argument. Und ich denke auch, Noten bereiten tatsächlich aufs Leben vor. Weil nach der Schule, da fängt es eigentlich erst an. Und da wird man konstant bewertet. Und du wirst die ganze Zeit von oben bewertet und musst Leistung zeigen. Und das lernt man auch in der Schule. Man lernt eben genau diese Leistung dann noch abzurufen. Also ich bin häufig in Unternehmen unterwegs. Die geben Millionen aus, damit die Leute entlernen, damit sie ihr Mindset, Ausrichtung auf Bestnote mit Fehlerangst entlernen. Und außer in der Uni wird man nicht mehr benotet im Berufsleben. Und wir wissen aus der Hirnforschung, dass der höchste Motivationsfaktor eine wertschätzende Beziehung ist und gesehen zu werden. Und was ist eine Note? Erstmal zeigen alle Studien, Noten sind weder objektiv noch gerecht. Sogar eine Mathearbeit von 10 verschiedenen Lehrern bewertet hat ein Spektrum von 4 Noten. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn Abiturienten an die Uni gehen und sagen, ist das prüfungsrelevant und wie viele Punkte kriege ich dafür, sonst mache ich das nicht. Hat unser deutsches Bildungssystem versagt. Und da ist die Note ganz, ganz klar ein Thema. Wir haben so gute Feedback-Methoden, Portfolio und so weiter, was wirklich den Fortschritt des Einzelnen sieht. Und die ganzen Metakompetenzen, die ja heute so wichtig sind, sind eh nicht in Noten abbildbar. Also das müssen wir überwinden. Wir haben ja genug Bildungssysteme außerhalb von Deutschland, wo es gar keine Noten gibt bis Klasse 9 und die sind PISA-Sieger und so weiter. Das ist so ein Mythos mit unseren Noten. Aber das Schlimmste ist, für die große gesellschaftliche Transformation, in der wir stehen, müssen wir ja aus diesem Konkurrenzmodus und Vergleich und ich bin aber besser und so weiter in die Kraft des Wir kommen, was ihr so schön in dem Miteinander statt Gegeneinander formuliert habt. Und Noten fokussieren die junge Generation auf dieses alte Mindset. Deswegen gehören die abgeschafft. Ersetzt durch Besseres, ersetzt durch Humaneres, durch Menschenfreundlicheres, durch Wirksameres. Durch Aufbauenderes. Ja. Entschuldigung, die erste Frage war genau, was wäre zum Beispiel eine Alternative, wenn Sie da Beispiele? Ja, kann ich. Also ich komme ja aus einer Schule, wo wir bis Klasse 10 keine Noten geben, Gemeinschaftsschulen in Berlin. Die lernen bei uns selbstbestimmt, projektbasiert und jeder Lehrer ist sozusagen Lernprozessbegleiter, hat 2 bezahlte Stunden für Einzelcoaching und jeder Schüler, jede Schülerin hat mindestens alle 2 Wochen
ein Coaching-Gespräch. Da geht es darum, wo stehst du, was brauchst du. Eigentlich geht es darum, Lösungen zu finden, wenn es Probleme gibt. Aber dass die jungen Menschen die finden. Und die lernen selbstbestimmt, die bestimmen dann auch selbst, wann sie sich testen. Der Test ist eigentlich nur der Abschluss von einem Thema und nicht, oh Gott, morgen schreiben wir eine Arbeit. Und kriegen dann ein individuelles Feedback drauf, ein schriftliches, ein Zertifikat, was ist dir gut gelungen, worauf solltest du das nächste Mal achten und kurz so eine Einschätzung, was die Kompetenzen anbelangt. Dann haben wir aber auch viel Erfahrung an Schulen mit Portfolioarbeit und so. Also es gibt ganz tolle Alternativen und die müssen in die Lehrerfortbildung und die Lehrerfortbildung muss komplett auf die Füße gestellt werden, ist aber auch schon im nationalen Aktionsplan ja gefordert und vorgesehen. Bevor wir zur nächsten Frage aus dem Publikum gehen, gerne erstmal die direkte Reaktion. Ich würde auch gerne noch schnell was zu den Noten sagen, weil ich das ja nun auch tagtäglich erlebe. Also in der dritten Klasse dürfen in Berlin die Eltern entscheiden, ob sie Noten wollen oder nicht. Bisher gab es an unserer Schule nur eine Klasse, die sich gegen Noten entschieden hat, weil die Eltern genau mit diesem Argument kommen. Das müssen die lernen, die brauchen den Druck, der Druck kommt und da sollen die sich so früh wie möglich dran gewöhnen. Ob man jetzt mit Druck gut lernt, ist, also kann ich klar mit Nein beantworten. Dann ist ja so eine Note auch, was sagt die dir denn, wenn da auf dem Zeugnis eine 3 in Mathe steht? So, nix. Kannst du vielleicht super schriftliche Subtraktion, aber in der Geometrie geht nicht. Also insofern ist so eine Note, die... ganz davon abgesehen, dass sie total subjektiv ist. Es gab ja, glaube ich, sogar den Versuch, dass man Deutschlehrern dieselbe Arbeit später gegeben hat mit unterschiedlicher Bewertung. Und dann kann ich auch sagen, sie motivieren nicht. Also die schlechten Noten sowieso nicht, weil man kriegt das Gefühl, ich reiche nicht aus, ich kann das nicht, ich bin nichts wert, bis wirklich hin zu als Person definiere ich mich über Noten und auch die guten Noten. Dann kommt der mit der 1-1 und sagt, nee, also hier, also das Margit hat das gesagt, ne? Kann ich dafür nicht noch einen Punkt haben? Ich brauche die 1-0. Also selbst die können sich nicht mehr freuen über eine gute Arbeit und letztendlich muss es doch darum gehen, ob sie was können. Kann ich die schriftliche Subtraktion ja oder nein? Und wenn ich eine Note gebe und sage, okay, hiermit bestätige ich dir, du kannst die nicht, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß, jetzt machen wir weiter mit der schriftlichen Division. Das kann es doch nicht sein. Dann sitzt dieses Kind da und kann es nicht und ich mache weiter im Stoff. Blöd. Und deshalb finde ich Noten blöd. Ich würde sehr, sehr gerne dazu nochmal die Schülerperspektive hören. Ich kann wirklich jedem, den das empfiehlt, Herrn Brügelmann empfehlen. Ich weiß nicht, Rufus, ich glaube, du warst dabei in Hamburg, als wir uns den Vortrag von ihm angehört haben. Das ist ein Professor, der, ich glaube, sein Leben lang einer der führenden Menschen in Deutschland war, der darüber geforscht hat, wie tatsächlich Notengebung ist und. Und weil das jetzt eben so in den Raum gesetzt worden ist, möchte ich das zum dritten Mal wiederholen, weil es tatsächlich wissenschaftlich fundiert ist. Es gibt wirklich Versuche, wo man verschiedenen Lehrern dieselben Klausuren gegeben hat und ich saß selber in diesem Vortrag und habe gedacht, das kann nicht wahr sein, aber es ist tatsächlich eine wissenschaftliche Studie, wo einfach belegt worden ist, dass die Subjektivität in der Notenbewertung so immens ist, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man diese Zahlen sich anschaut, denkt man, das muss ein Ausreißer sein. Also wie gesagt, Brügelmann nur jedem empfehlen. Ich möchte das kurz fassen mit einfach einem Beispiel von einer Freundin aus meiner eigenen Stufe, mit der ich jetzt Abitur gemacht habe. Sie hat ein 1-0er Abitur und ihre Eltern sind sicherlich ganz stolz auf sie und sie findet das auch ganz toll, dass sie ein 1-0er Abitur hat. Jetzt steht sie nur seit Monaten vor der Frage, was will ich denn studieren, was will ich denn später machen? Steht da und wenn man sie dann fragt, naja, was kannst du denn, was macht dir Spaß und was ist das, wo du vielleicht glaubst, wo du hingehen willst? Dann steht sie da und sagt, das weiß sie gar nicht. Also sie war seit Jahren war sie immer super darin, die Sachen zu lernen, sie war immer super darin, die Klausuren abzuliefern und sie war immer super darin, das zu sagen, was wichtig war. Aber für sich selbst zu erleben, was kann ich denn eigentlich, wo bin ich gut, was macht mir Spaß und wo möchte ich hin, das hat diese Freundin nie erlebt, weil es einfach nie darum ging, in der Schule diesen Platz zu haben, sich selbst irgendwo auch mal kennenzulernen, also mal zu schauen, wo sind meine Stärken, wo kann ich mich weiterentwickeln. Weil es immer nur darum ging, tatsächlich diese Note zu haben. Es ging immer darum, was ist relevant. Also das ist ja dieser klassische Satz, wenn der Lehrer vorne steht und sagt, naja, das müsst ihr nicht lernen, das kommt in der Klausur nicht dran, dann hören ja schon alle nicht mehr zu. Manchmal macht das, vielleicht würde das sogar viel mehr Spaß machen, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, Herausforderung ja, man braucht auch einen Anreiz. Also ich glaube, das System zu sagen, wir setzen uns alle hin, wir geben die Themen und dann soll jeder mal gucken, was er macht, ist auch nicht die Lösung. Aber das Ziel soll doch sein, dass jemand die Schule verlässt und weiß, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was kann ich gut. Und wo möchte ich hin?
Das können wir mit einer numerischen Bewertung von 1 bis 6, glaube ich, nicht erreichen, weil wir damit jemanden immer einkategorisieren in einer Welt, wo wir den Schülern beibringen wollen, Individualität ist das Tollste, aber hier in der Schule nicht, weil hier gibt es nur 1 bis 6. Das ist ein Widerspruch und ich glaube, im Bildungssystem so auch nicht zukunftsfähig. Vielen Dank, das fand ich jetzt auch ein sehr starkes Statement dazu. Dann würde ich einmal weitergehen hier vorne. Ja, danke schön. David Hoven aus Darmstadt. Wenn ich jetzt so dieser Panel-Diskussion zuhöre und auch auf meine Erfahrung blicke, habe ich den Eindruck, dass wenn wir darüber nachdenken, wie starten wir mit dieser neuen Bildung, es nicht so sehr darauf ankommt, ob wir alle Klassen in allen Klassen den Friday einführen oder ob wir in der 5. Klasse anfangen, das neue Konzept umzusetzen. Das kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Ich habe da jetzt in der Panel-Diskussion in meiner eigenen Erfahrung unterschiedliche Beispiele gesehen. Von daher würde mich interessieren, was sind denn die Punkte, die notwendig sind, um jetzt mit so einer neuen Bildung im Kleinen anfangen zu können? Dankeschön. Vielen Dank für die Frage. Das würde ich an eine der Lehrerinnen mal weitergeben vielleicht. Also ich finde das Konzept schön mit dieser individualisierten Bewertung. Hätte dazu auch gleich nochmal eine Frage, weil ich es schwierig finde jetzt gerade, in Anbetracht dessen, dass ich fast 300 Schülerinnen unterrichte, da wirklich allen diese individualisierte Benotung zu geben, fehlt mir jetzt gerade die Zeit und würde da dementsprechend sagen, dass wir da einfach wirklich die Gruppen reduzieren müssen, damit ich da halt auch diese Note viel persönlicher geben kann. Das wäre jetzt das Erste, was mir da einfallen würde. Weiß aber nicht, ob Frau Rasfeld da nochmal mehr Erfahrung hat, wie das dann umsetzbar ist, höchstwahrscheinlich. Die ich mir gerne anhören würde. Ja, wie gesagt, dieses alte System ist ja sowieso gesundheitsschädlich, sag ich mal. Und einmal zappen. So. An Schulen, die anders arbeiten, arbeiten die Lehrer in Lehrerteams und haben vielleicht so 3 oder 4 Klassen. Das ist ihre Heimat. Und da wird individualisiert gearbeitet, die treffen sich jede Woche in Teams, die bereiten gemeinsam Dinge vor und so weiter. Wenn man so viele Klassen hat, geht das nicht. Deswegen nehmen ja die Lehrer diese Arbeitsblätter. Und diese Arbeitsblätter sind ja fürchterlich. Und dann wundert man sich, wenn die Jugendlichen keine eigenen Fragen mehr haben. Wer 10 Jahre permanent fremde Fragen beantwortet und dann auch noch so niveaulos oft, Lückentexte, oh Gott. Und dann ist die große Sorge der Lehrer, aber was mache ich denn mit denen, die gar keine Fragen haben, die kein Interesse haben? Also dass Schule die Begeisterung am Lernen vernichtet, das ist das Schlimmste eigentlich. Ja, wie kann man anfangen? Ich glaube, wichtig wäre erstmal, dass wir die vielen guten Bilder und Beispiele richtig gut verbreiten. Weil viele können sich das einfach nicht vorstellen. Und wenn eine Schule anfangen will, sich grundlegend zu verändern, dann ist das Beste, die reisen erstmal rum und gucken sich das an, weil manches kann man sich nicht vorstellen, dass das funktioniert. Die ohne Druck lernen die doch nicht und dann sagen die, wenn die zu uns kommen, ja, die lernen ja alle. Ja klar, was sollen sie sonst tun? Die wollen doch lernen. Ne? Dann sollten die Schulen, die gute Dinge machen, sehr viel stärker damit rausgehen, damit es bekannter wird. Aber ohne Presse und Fernsehen, warum ist nicht Bildung vor 8 jeden Tag zum Beispiel? Ein super Beispiel. Ne? Haben wir die Börse. Wir haben viele gute Beispiele der Schule hier in Berlin, die ich aufgebaut habe. Da machen wir einmal monatlich Lehrerfortbildung. Da kommen immer so 60 bis 80. Und die Lehrerfortbildung machen die 13- und 14-jährigen Kids.
Und die haben eine ganz starke Wirkung. Ich nehme die auch immer mit, wenn ich Vorträge halte, habe ich in der Regel SchülerInnen an meiner Seite. Die gehen auch manchmal alleine, auch international. Die haben ja was zu sagen und die überzeugen dann natürlich durch ihre Ausstrahlung. Dann sagen, boah, solche Kinder wollen wir auch. Und das andere ist, also das ist zumindest meine Erfahrung und auch das, was ich mache. Ich bin ja fast täglich in irgendeiner Schule. Ich fange mit dem ganz großen Sinn an. Warum ist es wichtig, dass wir jetzt radikal die Bildung verändern? Weil, mal jetzt zu sagen, ein paar nette neue Methoden, da machen die Leute nicht mit. Also die müssen ja ihr Selbstbild in Frage stellen und top on will sowieso keiner mehr was machen. Ja, und fange dann eben an, wo steht die Welt, wo stehen wir heute, wie sind wir da hingekommen, höher, schneller, weiter, mehr in Konkurrenz. Wie ist das ins Schulsystem geschwappt, genauso wie ins Gesundheitssystem. Wenn du fragst, auch Eltern, wenn ich Zeit habe, mache ich so zwischendurch beim Vortrag kleine Umfrage, was glauben Sie, was die, Ihre Kinder für die Zukunft lernen sollen? Da sagt keiner mehr Mathe, Deutsch oder Englisch. Die bringen dir sämtliche großen Beta-Kompetenzen. Und dann kann man, Lehrer auch, LehrerInnen, dann kann man die zum Beispiel aufschreiben und sagen, ist das, wie wir hier handeln, förderlich, damit die diese Metakompetenzen erreichen? Nee, wir machen ja das Gegenteil. Also so der Metablick aufs System, dafür müssen wir uns mehr Zeit nehmen, dann die guten Beispiele rein, auch aus anderen Ländern, gibt es super Beispiele. Und dann muss es auch pressemäßig und so weiter, medienmäßig in die Öffentlichkeit und dafür brauchen wir vielleicht, wie Fridays for Future, die das Thema Klima auf einmal in die Welt gebracht haben, ihr könnt ja auch mal streiken oder so, also für bessere Toiletten, einfach nicht mehr in die Schule gehen. Ja, ich meine, durch Reden verändern wir nichts. Ich habe gerade gelesen, dass Berlin jetzt wieder Reinigungskräfte abzieht, weil sie so wenig Geld haben und das andere ist dann, jetzt habe ich meinen Faden verloren, die guten Beispiele. Ach so, wenn die Presse selber nicht macht, müssen wir das machen. Über neue Social-Media-Kanäle, in die dann auch alle reingehen. Oder jetzt, es kommt so ein bisschen jetzt von der Zivilgesellschaft. Wir hatten ja Wir für Schule, den Hackathon und mehrere andere sind da jetzt mit Together, da Project Together und Update Deutschland, die sich jetzt zusammentun als starke Gemeinschaft, um dieses ganze Thema mal in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber so, es gibt noch relativ viele Fragen, Meldungen. Wir haben allerdings nur noch 10 Minuten Zeit. Und ich würde jetzt vorschlagen, wie bitte? Genau, es gibt mehrere Fragen. Allerdings würde ich sehr, sehr gerne nochmal auf diese positiven Beispiele hinkommen, dass wir die vielleicht nochmal ein bisschen sammeln. Ich würde aber sagen, die 2 Fragen, die noch offen waren, gerne einmal stellen und dann schauen wir, ob wir die ganz schnell beantworten können. Hi, ich starte mal. Ich bin Carina Beckmann, ich bin Innovationsmanagerin im Unternehmen und versuche genau das, was Sie sagen, Millionen dafür, nein, ich gebe nicht Millionen aus, aber ich gebe meine Arbeitskraft, um Menschen beizubringen, zu entlernen und auf die komplexen Herausforderungen einzugehen, die digitale Transformation zu meistern, das Unternehmen zu wandeln. Und ich habe gesehen, Sie machen sehr viel mit Waldemar Zeiler auch zusammen, der eigentlich im Bereich Unfuck the Economy unterwegs ist. Und wir haben auch heute Nachmittag das Thema klimaschützende Wirtschaft auf der Bühne. Und ich stelle mir sehr, sehr häufig die Frage, Sie sagen, es gibt keine Schule mehr, sondern es ist einfach lebenslanges Lernen, es ist Bildung. Gibt es eine Art Übergabe noch zwischen Schule oder was auch immer es in der Utopie ist und der späteren Welt, wo wir arbeiten und leben, unseren Lebenswelten? Oder ist es schon irgendwie viel fließender? Was sind so diese Transitionen zwischen ursprünglich habe ich meinen Schulabschluss und gehe jetzt an die Uni oder meine Ausbildung machen? Wie sieht das in der neuen Welt für Sie aus? Genau, wir hören die andere Frage auch noch einmal. Ja, mein Name ist Jörg Böttcher, ich bin Unternehmer aus Kiel und habe auch längere Zeit für einen amerikanischen Konzern als Manager gearbeitet und ich möchte mal 2, 3 Sachen unterstützen und auch mit der Frage vielleicht verbinden für die Zukunft. Also ich hatte häufig Mitarbeiter, die ich einstellen sollte, wo das Zeugnis zwar recht gut war, aber die waren auf die Dinge, die im Arbeitsleben auf sie zukam, überhaupt nicht vorbereitet. Also die Schule hatte eigentlich meinem Verständnis nach ihren Auftrag nicht erfüllt. Es
spreche mal als Unternehmer, wie ich es eben empfunden habe, wie ich es auch gesehen habe. Und die Noten waren nicht aussagekräftig. Ich hätte also mit anderen Bewertungen andere Dinge sicherlich besser erfassen können, auch als Unternehmer. Die zweite Sache ist eben, für mich ist wichtig, dass bei den Amerikanern haben wir es immer so gemacht, die Zeugnisse haben für uns überhaupt gar keine Rolle gespielt. Wir haben einmal drüber geblickt, zur Seite gelegt und haben dann gesagt, weil wir haben ein Unternehmen, was einen Außendienstler suchte, du verkaufst mir jetzt bitte diesen Kugelschreiber, du hast eine Minute Zeit. So, und da gab es Leute, die waren total begeistert und haben das super gemacht und andere haben gesagt, was soll ich denn, was soll denn das für Blödsinn? Gut, dann wusste ich, dass ich die nicht gebrauchen konnte, weil die wussten nicht, worum es geht. Aber das Entscheidende war, wir haben dort eben Learning by Doing und Training on the Job gemacht und ich habe Leute, die mit ihren Zeugnissen nirgendwo einen vernünftigen Job bekommen hätten, zu erfolgreichen Außendienstern gemacht, weil ich sie einfach mitgenommen habe, weil ich sie motiviert habe, weil ich ihnen geholfen habe, in der Praxis zu erkennen, wo ihre Stärken sind. Und ich glaube, dieses ist immer anzuknüpfen an die Kollegin, dieses lebenslange Lernen, immer wieder aufzustehen. Ich habe meine letzte Prüfung als Finanzanlagenfachmann mit 58 gemacht und ich habe sie mit Begeisterung gemacht, weil ich einfach was lernen konnte. Und das Alter spielte mich da gar keine Rolle. Ja, und eine Sache noch, ich habe die Anregung, die Sie sagten, dass es wichtig ist, Leute auch von außerhalb in die Schulen mit reinzubringen. Ich habe mal mit einem befreundeten Lehrer im Gemeinschaftskundeunterricht als Versicherungsfinanzmakler eine Stunde gegeben in Absprache mit ihm. Da haben wir über Aktien und andere Sachen gesprochen. Erstmal hatten die Schüler noch nie groß was davon gehört, nämlich Börse vor 8 bringt nichts, da werden irgendwelche Aktienkurse kommentiert, die kein Mensch einordnen kann. Und die zweite Sache war, wir haben die Schüler gebeten, mit ihren Eltern darüber zu reden. Und 14 Tage später haben wir uns getroffen, der Lehrer und ich. Das war erschreckend. Also ich muss sagen, die Deutschen sind, was Finanz- und Wirtschaftspolitik angeht, Analphabeten. Danke. Vielen Dank. Wir haben tatsächlich jetzt nur noch 5 Minuten. Das heißt, hat jemand eine dringende Antwort oder Anmerkung dazu jetzt erstmal? Also ich würde gerne noch mal was zu der Vereinheitlichung sagen. Ich finde, dass es schon irgendwo eine Vereinheitlichung stattfinden muss, nämlich auf Bundesebene, dass da nämlich das von oben kommen muss, weil es bringt nichts, wenn wir irgendwie in Kommunen oder in einzelnen Schulen das umsetzen, sondern die Bildungsexpertinnen müssen wirklich auch von Bundesebene das reingeben und da mitsitzen und nicht irgendwelche Leute, die nichts mit der Bildung zu tun haben oder da Ideen haben. Und deswegen haben wir da auch die Idee, dass wir wirklich eine Bundesbildungskommission bilden, die sich zu 50% halt aus Politikerinnen zusammensetzen, aber auch zu 50% aus Bildungsexpertinnen, die wissen, worum es geht, wo die Knackpunkte sind, wo man ansetzen muss und dass man da wirklich so ein Konzept entwickelt, das dann bundesweit gilt und nicht nur an Projektschulen, an Einzelnen, damit wirklich das ganze Bundesgebiet davon profitieren kann und die Bildungsgerechtigkeit jetzt nicht eine Frage der Schule ist oder der jeweiligen Schule, wo man geboren wurde oder gerade lebt, sondern dass man da wirklich bundesweit den Ansatz der Bildungsgerechtigkeit herstellen kann. Bei gleichzeitiger Schulautonomie. So sieht's aus, genau. Und da müssen wir halt natürlich investieren. Also ich glaube, das ist so immer auch der große Knackpunkt, dass dafür dann halt kein Geld da ist. Und ich finde, die Bildung ist halt wirklich das Wichtigste, dass wir da anfangen, Geld reinzustecken und jetzt nicht sagen, können wir uns nicht leisten, ist eine nette Idee, aber jetzt musst du halt trotzdem weiter irgendwie das und das abarbeiten mit 30 Kindern in der Klasse und ist halt jetzt simpler, mal da die Arbeitsblätter zu machen oder sowas. Ich würde tatsächlich aufgrund der Zeit ganz gerne jetzt zum Abschluss kommen und würde noch mal ganz kurz durchgehen. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Themen angesprochen und auch sehr viele, ich glaube, also es sind jetzt noch mal sehr viele Fragen aufgekommen, sehr viel Diskussionsbedarf. Ich denke auch, wer noch Zeit hat, kann sicherlich auch noch sich weiter danach unterhalten. Wir haben gesprochen darüber, was es eigentlich für Wünsche gibt von Schülern, von Schülerinnen, von Lehrern, wo wir eigentlich hin müssen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir grundsätzlich ganz viel anders denken müssen und viel in größeren Veränderungsprozessen denken müssen und dass es dafür schon sehr gute Beispiele gibt, die tatsächlich, kann ich auch nochmal bestärken, die Schule, die Margret Rasfeld hier in Berlin
verändert hat, ist tatsächlich eine der absolut beliebtesten Schulen Berlins. Also es gibt diese Beispiele, wir müssen mehr von diesen Beispielen sammeln und die Schulen darin bestärken oder die Lehrer, dass sie das auch dürfen, dass jeder diesen Prozess angehen kann und vor allem aber die Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen, dass die dort auch gehört werden. Und ich fand das jetzt total super, auch von euch zu hören, dass auch so ein anderes Bewertungssystem etwas ist, was ihr euch total gut vorstellen könnt oder auch wünscht. Und dass das auch durchaus sinnvoll ist, das haben wir jetzt auch nochmal gehört, aus vielleicht auch unternehmerischer Perspektive, dass das reine Noten, die Bewertung, das hat mich jetzt auch überrascht, dass wir da am Ende doch so stark hingekommen sind, dass das etwas ist, was wir tatsächlich hinterfragen sollten und verändern sollten. Also ich bedanke mich ganz doll bei allen, dass sie gekommen sind und hoffe, dass wir nachher noch weiter sprechen können. Und alle, die noch Fragen haben, können ja gerne sich noch sammeln. Und ich hoffe, dass wir weiter im Gespräch bleiben, weiter in Kontakt bleiben. Das ist natürlich jetzt ein Anfang, denn ich glaube tatsächlich, dass wir wirklich eine richtige Revolution im Bereich Bildung brauchen. Denn anders geht es eigentlich nicht mehr. Vielen Dank.